ganz richtig große Schwachpunkte kann ich wirklich nicht so finden. Einfach, das ist ein guter Actionfilm, einfach so wie er sein sollte. Also kann ich nur empfehlen, wenn man einfach einen Abend Spaß im Kino haben möchte. Gibt momentan, glaube ich, nichts Besseres eigentlich. Also, nö. Na gut, ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen in der Zeit. Gottes Gemetzel, unbedingt gucken. Wenn ihr keinen Actionfilm gucken wollt. Ja, aber also wirklich, ich habe nichts auszusetzen und das ist wirklich selten eigentlich so. Wie gesagt, klein wenig rassistisch mit den Zigeunern dann halt, ne? Ich mag politische Inkorrektheit. Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Spiegel der Zeit halt so, ne? Also, beziehungsweise stellt dar, wie es in der Zeit dann halt. Ja, das kann auch sein. Ja. Ich bring's die Sache mit dem Pferd. Ja, auch cool. Holmes mag keine Pferde, weil er nichts zwischen seinen Beinen haben will, was denkt. Und dangerous at both ends and crafty in the middle. Ein Pferd. Am Ende hat er, ich glaube, das war ein Pony. Er hängt immer 50 Meter hinter der restlichen Gruppe zurück. Aber er schafft es trotzdem cool zu sein. Ja, echt? In dieser Landschaft, die absolut nicht Deutschland ist, aber Deutschland darstellen soll. Genau. So, zwischendurch haben wir so überlegt, filmed at location in New Zealand. Nein, das mit dem Pony war auch schon lustig. Mir war eben noch eine Kleinigkeit eingefallen, die ich aber auch jetzt wieder vergessen habe. Tja. Yeah. Weil du mit dem Pferd angefangen hast. Dem Pferd. Dem Pferd, Mensch. Ja, ich gut. Ich werde nie wieder von Pferden sprechen. Doch, wir gucken Horse War. Nein. Ja, doch, wenn der rauskommt, gucken wir ihn. Ja. Ich denke nicht, dass das zu unseren Lebzeiten passiert. Seien wir verwirklichen ihn. Aber vorher. Wenn ihr Horse War sehen wollt, spendet bitte unsere folgende Adresse. Es wird unten irgendwo. Kontaktiert uns einfach irgendwie. Ja, kann man sowas machen im Video? So. Kann man, ja. Aber ich will meine Kontodaten nicht öffentlich im Video preisgeben. Ja, tu das doch mal. Wir werden einen speziellen FUM-Font einrichten. Ein FUM-Font? Nein. Also, wie gesagt, schöner Jahresabschluss mit Sherlock Holmes. Also so von Filmen, die 2011 rausgekommen sind. Wie wir erst 2012 geguckt haben. Ja, das ist egal. Also, ja? Ja. Für mich schließt das Filmjahr 2012 jetzt ab, mehr oder weniger. Ja. Ne? Ist ja sonst nicht, was sie.